Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Kreisliga-A-Saison 2023-2024 für den Kreis Höxter beginnt wieder mit der Rückrunde. Und das sind die Predictions zum 17. Spieltag. Los geht's. Heute um 14 Uhr. Spielvereinigung Brakelsburg gegen SG Marienmünster Rischnau. Das Ganze geht 4 zu 1 aus für Spielvereinigung Brakelsburg. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 15 Uhr SG Spielvereinigung Egge unterliegt TuS Lüchtringen mit 1 zu 2. Dann SG Schärwerder-Rimbeck, Frexen und TuS Findebeck spielen 1 zu 1 unentschieden. SV Herste unterliegt FC Blau-Weiß-Weser 1 zu 2. Dann SG BKMR schlägt FC Germersdorf-Wormeln mit 2 zu 0. TSC Steinheim gewinnt gegen SG Dalaren-Titelsen-Rote 3 zu 1. SV Fürstenau-Bödeckson gegen SG Erkelenz-Emsen. Das Ganze geht 1 zu 3 aus für SG Erkelenz-Emsen. Herzlichen Glückwunsch. Und um 17 Uhr TiK Brakel und SG Albachsen-Stade spielen Spektakel 3 zu 3. So, das war's von diesem Video. Mit den Predictions im Krombacher, der Kreisliga A für den Kreis Höxter, Saison 2023, 24, 17. Spieltag mit den Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nehmt es das Glöckchen. Das nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Good Kick, ciao.